ist zertrümmert. Wann genau CD Projekt ein offizielles Modding-Tool für The Witcher 3 Wild Hunt veröffentlicht, steht noch in den Sternen. Das hindert Fans aber nicht, bereits kleine Modifikationen am Spiel vorzunehmen. Die meisten dieser Mods ändern die Grafik oder kleinere Gameplay-Mechaniken. In diesem Mod zeigen wir euch eine besonders spaßige Mod, den Debug Console Enabler, mit dem ihr die Entwicklertools des Titels benutzen könnt. Neben Kleinigkeiten wie dem Bartwuchs Geralts oder ein paar zusätzlichen Levels könnt ihr herausfinden, wie viele Greifen ihr auf einmal besiegen könnt. Im Folgenden zeigen wir euch einige der neu verfügbaren Cheats.